Ist der Islam eine friedliche Religion oder wie steht der oder beziehungsweise wie steht der Koran zum Krieg und wie zu Frieden? Beziehungsweise Islam zu Krieg und Frieden. Erstmal das Wort Krieg kommt im Koran insgesamt 6-mal vor. Das Wort Frieden und die Ableitung davon kommt 140 Mal vor. 140 Mal vor. Dann das Wort Islam selber heißt nicht Friede, aber kommt von der Wurzel Salam. Und man kann daraus verstehen, dass das ein Weg ist, diese Unterwerfung, die zum Frieden führt. Aber nochmal, Islam heißt nicht Friede. Und das ist auch sehr, sehr schädlich, weil viele sagen, Islam heißt Frieden. Linguistisch heißt es nicht Frieden. Und wenn uns dann einer vorführt und sagt, guck mal, wir haben hier ein Wörterbuch, da steht nichts von Friede, dann stehen wir wie die Deppen da. Das wurde leider sehr, sehr weit verbreitet. Bei der Verbreitung der Religion muss man immer die Wahrheit sagen. Ja, und so war der Prophet a.s. gewesen. Wir bringen uns damit in eine Situation, die dazu führt, dass wir als Lügner überführt werden können, weil das sehr, 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 sehr missverständlich ist. Dann sag lieber, der Islam führt zu Frieden.